we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the road. Guten Morgen, meine Lieben. Ich fühle mich, als wäre ich vom LKW überrollt worden. Okay, das hier ist irgendwie ein bisschen schief. Ist das so besser? ja, als würde ich vom LKW überrollt werden, fühle ich mich. Und als hätte ich die härteste Partynacht meines Lebens gehabt. So fühle ich mich. Und ja, wir haben jetzt 10:45. Normalerweise klingelt unser Wecker jeden Morgen um 8 Uhr. Und bisher habe ich es eigentlich ziemlich gut geschafft. Außer wenn ich halt echt lange auf war und irgendwie nicht gut geschlafen habe. Aber sonst habe ich es immer geschafft, dann zwischen 8 und so 7:45 aufzustehen. Und ja, wie gesagt, haben wir jetzt 10:45 und ich bin um 11, also kurz vor 11 bin ich aufgestanden. Dann bin ich kurz ins Bad gegangen und habe mich jetzt direkt hingesetzt, weil ich den Vlog natürlich direkt schneiden möchte. Morgen hat nämlich meine Oma Geburtstag und dafür müssen wir noch einkaufen, denn wir machen morgen und am Sonntag eine kleine Feier mit verschiedenen Leuten. Und dafür müssen wir dann noch einkaufen und das wollten wir heute machen. Wir wollten eigentlich jetzt schon längst unterwegs sein einkaufen. War vielleicht blöd dann an diesem Tag, also den Tag vorher dann bis 5 Uhr wach zu bleiben, aber nun gut. Ich habe das Gefühl, ich bin echt zu alt für diesen Kram und ich sollte sowas echt nicht machen. Keine Ahnung, wie die anderen Mädels das jeden Tag machen, so lange wach zu bleiben. Ich kann das auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, so schnell werde ich das auch nicht mehr machen. Heute Abend um 8 Uhr werde ich wahrscheinlich auf der Couch liegen und schlafen. Aber okay. Und dann, wenn ich wieder zu Hause bin, fange ich endlich an mit meinem Wohnzimmer und mit meiner Deko. Da wird es langsam nämlich Zeit für nach 2 Tagen. Aber wie gesagt, das hatte ich ja gestern schon erwähnt. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht so viel aufzuregen dieses Jahr. Also eigentlich keine Vorsätze, aber ich will ein bisschen weniger direkt aggressiv werden und ein bisschen weniger mich direkt aufregen. Und deswegen, ja, sonst hätte mich das wahnsinnig gemacht, dass das seit 2 Tagen da steht und dass ich das seit 2 Tagen nicht geschafft habe. Aber kann es ruhig bleiben? Dann geht das. Also deswegen, es ist ja nicht schlimm, es stört keinen. Und wen stört, der kann auch wieder durch die Tür rausgehen, ganz einfach. We are finally home. Wir waren jetzt, wie viel Uhr haben wir, Schatzi? Ich weiß es nicht, Moment. Kannst du mal gucken? Ich glaube, 3:30. Wir haben 3:30. Wann sind wir losgefahren? 1 Uhr. Ja, also wir sind jetzt gute 3 Stunden auf jeden Fall einkaufen gewesen. Wir waren beim Kaufland und beim Lidl und haben alles besorgt. Also wir haben halt so unseren typischen Einkauf gemacht, was wir halt so brauchen für die, also für eine weitere Woche. Was haben wir ausgegeben? 25 Euro, also ganz normal, so wie immer eigentlich. Und ja, dann haben wir aber auch noch eingekauft für Freitag, also für morgen und für Sonntag. Denn Freitag und Sonntag feiert meine Oma ja ihren Geburtstag, so parallel voneinander mit verschiedenen Leuten. Und da haben wir alles gekauft, denn wir machen Freitag und auch Sonntag Raclette, weil ich habe zu meiner Oma gesagt, das ist eigentlich so das Einfachste, weil sie mich halt gefragt hat, ja, was sollen wir denn machen? Was soll ich denn kochen? Da habe ich gesagt, Raclette wäre eigentlich eine gute Idee, weil da hat jeder was von, jeder kann sich seinen eigenen Kram machen und da ist eigentlich immer für jeden was dabei. Und vor allen Dingen das Wichtigste, meine Oma und auch sonst keiner muss stundenlang in der Küche stehen, um irgendwas zu machen. Denn das geht ganz schnell, morgen früh einfach so das Gemüse und das Fleisch und so weiter ein bisschen schneiden, vorbereiten. Dann geht das eigentlich ratzfatz. Wir haben 4 volle Taschen. Eine Tasche davon ist von uns, halt von unserem ganz normalen Einkauf. Boah, diese Strähne hier, was ist das? Was empfange ich da? Richtiger Sendemast, ey. Und die anderen 3 Taschen sind voll mit Einkauf für den Geburtstag. Wir haben halt sowas gekauft wie nochmal Nudeln, also so kleine und Kartoffel. Wir haben ganz viel Champignons gekauft, Paprika, Käse ganz viel, Feta und so weiter und so fort. Halt mega viel. Was macht ihr da? Ich habe keine Ahnung, was die vorhat. Ich wollte die sitzt auf deinem Gesicht? Also auf deinem Hals? Mhm. Ist doch cool. Nein. Ich werde das jetzt gleich aber erstmal mit Jakob wegräumen, denn wir müssen unseren Kühlschrank dann vorher aufräumen. Das mache ich sowieso immer, wenn wir eingekauft haben, dann, also neu eingekauft haben, den Kühlschrank kurz aufräumen. Und ja, dann muss ich gucken, dass ich 3 volle Taschen
im Kühlschrank verstaut bekomme. Plus halt noch unsere vierte von unserem normalen Einkauf. Aber ich denke, das kriege ich irgendwie hin. Ja, passt. Mhm. Ich bin hier schon jetzt seit Stunden dran am Hantieren. Ich habe total vergessen zu filmen, deswegen dachte ich mir so, vielleicht solltest du die Kamera mal anmachen. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon angefangen. Hier ist diese Kiste, die benutze ich halt immer für so Kleinkram. Die haben Jakob und ich mal, ich glaube, letztes Jahr gekauft, weil wir da unseren Adventskalender letztes Jahr drin hatten mit diesen Tüten. Und hier tue ich halt diesen Kleinkram rein, der sonst überall rumfliegen würde. Und hier liegen jetzt die zwei Girlanden, die dort oben drauf waren. Da haben wir gedacht, das lassen wir stehen oder beziehungsweise benutzen wir als Deko, weil das eigentlich gar nicht so krass weihnachtlich ist. Hier liegt noch Weihnachtsmänner, die muss ich da auch noch irgendwie reintun. Ja, den Baum, den lassen wir auf jeden Fall stehen. Ich habe mich aber dazu entschieden, halt die Winterlandschaft, die da war, wegzumachen. Im Schlafzimmer und auch in der Küche habe ich die Fensterbänke schon abgeräumt. Das ist auch schon alles eingepackt. Die Beleuchtung an der Fenster werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen lassen. Dienstag wollen wir dann den Baum wegmachen. Und ich denke mal, dass wir dann so langsam dann alles wegmachen. Aber die Beleuchtung in der Küche und im Schlafzimmer, genau, die ist ja jetzt nicht wirklich weihnachtlich. Das kann ja auch zum Winter hin, einfach wenn es so dunkel ist und so schön aussehen. Jakob hat gerade schon den ersten schweren Karton mitgenommen in den Keller, weil er muss mir im Keller noch zwei kleine Kartons holen. Und ich höre gerade, da kommt Jakob. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Oh, ich hasse diese Kartons zusammenzumachen. Aber gut, dass ich... War klar. Aber gut, dass wir die haben. Steht doch da drauf. So. Jessica 22 versucht einen Karton aufzubauen. Jessica 22 haut ihrem Ehemann gleich richtig an in die Fresse. Ja, du bist halt echt ziemlich frech drauf. Stimmt doch gar nicht. Nein. Und du brauchst auch nichts sagen. Ich weiß, dass ich viel habe. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja und? Jeder hat eine Last. Ich liebe halt Weihnachtssachen. Problem damit? Ja. Schön. Siehst du, ich damit ein Problem habe. Ich für dich. Du wirkst wie so eine alte Verstörte, die ihre Puppen sammelt. Die Arme warum? Steckst du die mal aus? Ja. Krabbelst du gerade auf den Boden? Jo! Cool. Ja, finde ich auch. Läuft bei dir? Ja, schon. Eine Hand ist ein bisschen schwer. Ausgesteckt. Ja. Jetzt hab ich das Licht ausgemacht. Hast du? Ja. Ich habe jetzt gerade eben schon mal ein bisschen geräumt noch weiter. Also nachdem ich euch das gezeigt habe, habe ich noch so ein bisschen weiter gemacht. Ich hatte mich dann aber eine halbe Stunde aufs Sofa gelegt. Denn irgendwie habe ich voll die Kopfschmerzen bekommen. Ich denke mal, das liegt einfach dann im Moment wieder am Wetter. Weil die letzten Tage war hier nur Sturm. Und heute war wieder eigentlich ein bisschen normaler. Und dann, ja... Ich bin da, was das angeht, Wette. Was ist denn schon wieder mit mir? Wetterempfindlich, meine Güte. Jetzt habe ich mich aber mal in die Küche begeben, habe hier eine Schüssel vor mir stehen und habe euch hier auf unsere, auf unsere schicke Keksdose gestellt. Und da wir einfach ganz normales Baguette geholt haben, werde ich mich jetzt an die Kräuterbutter begeben. Ich mache eigentlich immer zu fast allen Festen und... Ja, sowas halt zu kleinen Feiern. Kräuterbutter selber. Übrigens benutze ich für meine Kräuterbutter keine originale deutsche Markenbutter oder wie nennt man das? Denn ich persönlich bin absolut gar kein Butterfan. Also so diese originale Butter mag ich einfach persönlich nicht so. Und deswegen mache ich das eigentlich immer ganz normal mit Margarine. Jetzt haben wir hier die Margarine vom Lidl mitgenommen, weil wir halt da einkaufen waren. Und ja, also...
Bisher hat es noch keinen gestört. Ich nehme meistens vom Kaufland hier diese Kräuter. Das sind solche eingefrorenen Kräuter. Hier habe ich jetzt 6 Kräuter. Da ist jetzt Petersilie, Kresse, Schnittlauch, Basilikum, Dill und Sauerampfer. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, das ist da drin. Hi. Vor allen Dingen, das riecht auch immer so gut, finde ich. Und bisher haben die eigentlich immer gut geklappt, ne? Ja. Hier diese Gefrierkräuters. Ja, die sind auch eigentlich immer perfekt dafür. Ja. Ich mache aber dann immer noch so ein bisschen andere Kräuter rein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Kräuter der Provence. Ein bisschen Paprika, ungefähr so viel. Oder ich mache jetzt eine größere Menge, also mache ich so 2 Löffel rein. Dann mache ich auch einen Löffel Pfeffer rein. Und natürlich, ganz wichtig, Knoblauch. Ich persönlich habe es lieber, wenn das so eine leichte Knoblauchnote hat und man nicht direkt stinkt wie so ein Ekel. Und vor allen Dingen meine Oma, die isst ja auch mit und die kann eigentlich gar keinen Knoblauch abhaben. Deswegen mache ich da immer wenig rein, sodass sie das praktisch gar nicht so richtig merkt. Und und auf jeden Fall ein bisschen Vegeta, so als Salz dann halt. Ich habe mir aber gedacht, dass ich jetzt mal ausprobiere. Ich habe nämlich heute endlich meine getrockneten Zwiebeln bekommen. Die habe ich eigentlich schon mega lang gesucht. Ich hatte die ganze Zeit im Aldi hatten sie keine, im Lidl hatten sie keine. Jetzt habe ich im Kaufland endlich wieder welche bekommen. Und ich dachte mir, das könnte vielleicht mal ganz cool sein. Und ich probiere das jetzt mal aus, ein paar von denen da rein zu tun. Und schmeckt? Was schmeckt? Hast du schon probiert? Nee. Wann denn? Nicht mit... Du bist immer so ein Ekel. Jetzt muss ich 9 Löffel nehmen. Oh, das macht man nicht. Wo war eine getrocknete Zwiebel gemessen? Das macht man nicht. Wenn man irgendwo mit einem Löffel, wo man irgendwas umrührt oder so und dann... Ein alter Küchentipp. Und dann daran leckt, ey. Eklig. Ein alter Küchentipp ist das. Schmeckt die denn? Ja. Von mir aus könnte noch ein bisschen Salz kommen. Aber... Okay. So sieht die Butter jetzt final auf jeden Fall aus. Die werde ich jetzt in so eine kleinere Schüssel machen. Und dann kommt die bis morgen halt in den Kühlschrank. Hör mal, kleines Fräulein. Oh nein, sieh das hier in Nasenbär. Guck mal, siehst du das? Mhm. No, du bekommst nichts, denn da hinten steht dein Futter. Also bekommst du nichts vom Essen, mein Schatz. Ja, wir haben uns gerade Essen gemacht. Es gibt Kartoffel, also Pellkartoffel mit Quark, Tzatziki-Quark. Und wir haben bei Lidl paniertes Gemüse mal ausprobiert. So sieht das aus. Also das ist Brokkoli, Frischkäse, Blumenkohl, Brokkoli und Möhren. Okay, das war nicht beabsichtigt. So frittiert. Und also auf der Packung, das sah eigentlich ganz gut aus. Und wir dachten, wir probieren das mal aus. Eigentlich hatte ich die neu drauf getan, aber so kommt sie natürlich in die Wäsche, mein Schatz. Ist in Ordnung. Du musst das da, denke ich mal, draufstehen. Ja, ich würde erst das Bild nehmen, weil das kommt in die Mitte. Ja, aber ein bisschen weiter zurück kannst du das machen. Die anderen stehen ja auch weiter zurück. Ja, ich weiß nicht, sollen wir das Unzeichen benutzen, weil sonst steht das vorm Bild. Ja, wie ja und? Ja, sehen wir, wenn es fertig ist. Wegnehmen kann man es immer. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich... Ich würde es mitmachen. Mit? Ja. Okay, dann lassen wir es so mit. Also so sieht auf jeden Fall jetzt unsere Fensterbank aus. Ich habe hier diese weiße Laterne, die ist von Ikea. Da habe ich so eine Kerze reingesetzt, die ist auch von Ikea. Ja, das habe ich so in die Mitte gesetzt, weil bei mir ist das immer so, ich brauche das immer, dass das alles so parallel ist. Also ich könnte jetzt nicht da irgendwas hinstellen oder was anderes, das muss immer gleich sein für mich. Und in der Mitte kann ruhig was also anderes stehen. Ja, dann habe ich hier diese Kaktuskerzen. Ich habe mir erst überlegt, soll ich irgendwie nochmal so ein bisschen winterlich dekorieren, aber dann dachte ich mir so, ich habe ja nicht wirklich so speziell Winterdeko, die sich dann so von der Weihnachtsdeko so unterscheidet. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, ich dekoriere jetzt so ganz normal, halt Richtung Frühling und das passt dann so für uns einfach. Ja, und hier steht dann die andere Kaktuskerze. Hier stehen unsere, so pink-lilanen Vasen mit diesen weißen Fake-Blumen drin. Die finde ich eigentlich so ganz schön.
hier auch und dann habe ich eine von diesen Lichterketten dahinter gelegt. Gut, man sieht das jetzt nicht, weil es ist Licht an, aber so, wenn es aus ist, sieht das dann so aus und ich finde das total schön, dass dann auf der Fensterbank noch so ein bisschen was leuchtet und halt nicht alles an Lichter weg ist, weil durch die Weihnachtsdeko verlieren wir jetzt schon echt viel Licht, muss man sagen. Ja, und dann habe ich dieses Regal jetzt so dekoriert. Wir haben ja diesen Baum, also halt dieses weiße Ding, behalten, weil ich gesagt habe, das ist schon auch so ein bisschen noch winterlich. Das kann man auch so hinstellen, das ist jetzt nicht unbedingt für Weihnachten durch die Sterne. Und deswegen haben wir das stehen gelassen. Hier diese pinken Dinger haben wir hingestellt und unsere Bäumchen. Und dann natürlich meine Engel, die stehen auch natürlich wie immer. Würdest du eventuell mal hochfilmen, denn da komme ich nicht so dran. Ja. Dann kannst du mal erklären, was da so steht. Mach du das. Ein Weidenherz in der Mitte. Ich filme, du redest. Ein Weidenherz in der Mitte, zwei Bilder. Ja, diese pinken Teelichtgläser und natürlich meine großen Engel. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das genau. Hast du sehr toll gemacht. Vielen Dank. Ja, das ist jetzt soweit, was ich hier gemacht habe. Hier auf dem Tisch sieht man aber, da sind noch ein paar Sachen. Da werde ich mir auf jeden Fall noch jetzt zwei, drei Sachen nehmen, die ich ins Schlafzimmer stelle. Und hier liegen auch diese Anhänger, die Jakob mir jetzt gleich noch an die Fenster hängen kann. Und ich glaube, es ist ein Fleck auf der Kamera. Ja, es war ein Fleck auf der Kamera. Ich hoffe, der war jetzt nicht die ganze Zeit da, wenn... Sorry. Könntest du mir jetzt diese Dinger aufhängen? Das wäre sehr lieb. Okay, also ich habe gerade nochmal eine kleine Änderung gemacht. Und zwar habe ich jetzt die Kerze hier rausgeholt und die kommt jetzt ins Schlafzimmer, beziehungsweise Jakob hat die da schon hingestellt, weil die von der Farbe her da viel besser reinpasst. Und dann habe ich jetzt einfach hier dieses pinke Ding mit einem Teelicht da reingesetzt. Das passt auch. Vielleicht tausche ich das einfach nochmal gegen eine weiße oder eine pinke Kerze aus. Mal schauen. Und diese Dinger hier hat Jakob mir... Hi. Auch jetzt dran gemacht. Hier diese Schmetterlinge, die hingen ja vorher auch hier. Und diese zwei Blumen. Und ja, ich werde mir jetzt diese Lichterkette und diese zwei hellen Dinger hier schnappen. Und die werde ich jetzt ins Schlafzimmer bringen. Also hier steht jetzt diese Kerze, weil die von der Farbe, wie gesagt, besser hier reinpasst. Mal schauen, ob ich das für eventuell dann irgendwann nochmal austausche. Und... Ja, also eigentlich ist das jetzt, sage ich mal, ein bisschen doof, weil also hier steht auf diesem Teelicht, let's have a great summer und wir haben ja noch keinen Sommer, aber ich finde die Farbe davon halt so schön und das passt halt hier so super rein und deswegen werde ich das jetzt einfach hier im Schlafzimmer auf die Fensterbank stellen, weil ich will halt hier... nicht mehr so viel Farbe machen. Ich habe ja jetzt, also wir haben ja jetzt hier die Wand grau gemacht und das einzige farbige und rosane ist halt das, also mein Maiherz natürlich, aber das zähle ich jetzt eigentlich nicht dazu. Eigentlich eher dann hier diese Wand, also diese Tapete. Und ja, diese Lichterkette hier habe ich eigentlich, ich glaube immer hier im Schlafzimmer gehabt und die werde ich auch wieder hier hinlegen. Weil ich das halt so schön finde, weil das sind halt so Rosen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die her habe. Die ist nämlich schon richtig alt. Die habe ich schon gehabt, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Das heißt, die ist eigentlich schon echt super, super alt. So habe ich es jetzt gemacht. Ich habe das hier halt so ein bisschen drum gewickelt und dass hier die Blumen halt auch so vor dem Ding sind, damit man die so ein bisschen besser sieht. Und ja, ich glaube, so ist es eigentlich ganz schön. Und so haben wir jetzt da oben halt ein bisschen Deko, das habt ihr eben schon gesehen. Und auf der Fensterbank ein kleines bisschen. Ich würde sagen, das war's für heute. Jessie ist schon ins Bett gegangen, also hat sich gerade hingelegt. Und ich habe die Ehre, diesen Vlog zu beenden. Macht's gut. Natürlich hoffen wir, wie immer, dass es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, würde ich sagen, macht's gut und peace out.